Heute geht es um die gruseligsten WhatsApp-Kettenbriefe und dabei reden wir über ein ganz bestimmtes Thema aus 2018. Und zwar, ihr wisst es, Freunde, ich kann nicht mal über diese Figur reden, denn das Video wird sonst direkt nicht nur demonetarisiert, sondern bekommt auch eine Warnung, das anzugucken. Ich gehe gleich ins Detail. So gut wie jeder hat schon mal einer dieser komischen Kettenbriefe bekommen. Man wird aufgefordert, die Nachricht weiterzuleiten. Sonst drohen schlimme Folgen wie der Tod eines nahestehenden Menschen oder dass man von einem Monster geholt wird. Oder sonstige Kacke. Die Motive dahinter sind unterschiedlich. Manche machen das wahrscheinlich aus Langeweile. Andere wiederum wollen euch in so eine Abo-Falle locken. Ja, oder euch einfach nur irgendwie die Daten klauen oder so. Okay, 2018 gab es ein Vogelwesen, dessen Namen ich nicht aussprechen darf. Fängt mit M an und hört mit O auf. Ich kann es nicht aussprechen, weil sonst haben wir echt ein Problem mit YouTube. Wir nennen sie einfach Lolo, okay? Lolo. Nicht mit M, sondern mit L. Es ist echt verdammt schwer, ein Video zu machen und ich kann auch kaum Bilder zeigen oder halt komplett zensieren. Bevor wir uns der Story über Lolo nähern, erkläre ich euch, warum ich diesen Namen nicht aussprechen darf. YouTube versucht, unangemessene Inhalte zu entfernen, was auf jeden Fall eine gute Sache ist. Rassismus, Hetze, Gewaltaufrufe, all solche Dinge haben auf dieser Plattform nichts zu suchen. Und das ist auch, wie gesagt, gut so. Es werden aber seit 2019 alle Videos demonetarisiert, also man bekommt kein Geld mehr für seine Videos, die diese Vogelpuppe zeigen oder erwähnen. Egal in welchem Kontext sie gezeigt wird. Die Lolo-Challenge, YouTube, ihr habt mich gehört, ich habe Lolo gesagt, war ein Phänomen im Internet, welches sehr ernst und gefährlich wurde. Die Geschichte dahinter war so heftig, dass YouTube extreme Schritte eingeleitet hat. Und alle Videos, die nur dieses Bild von diesem Vogelwesen zeigen, nicht nur die Videos demonetarisieren, sondern dass, bevor man das Video startet, eine Warnung erscheint, ob man diesen Inhalt wirklich sehen möchte. Ich habe zum Beispiel auf meinem Zweitkanal Akinator gespielt, okay? Ich habe Akinator gespielt und habe an so Sachen gedacht wie, keine Ahnung, so harmlose Sachen, so an Mamiko und so. Hat sogar geklappt, kam raus. Hat dein Füger das mit einem Tier zu tun? Ja. Rain, nein. Nein. Ich denke an Mamiko, Hund von Kyo. Wie süß. Aber da kam so eine kleine Werbung von dem Vogelviech. Nur eine kleine Werbung, so ein kleines Bild von dem Viech. Und dann kam diese Warnung, also für alle Leute, die das Video sehen wollten, das folgende Video enthält möglicherweise Inhalte zum Thema Selbstmord und Selbstverletzung. Und darunter wird auch die Telefonnummer der Telefonseelsorge eingeblendet. Man muss das Video bestätigen, bevor man den Inhalt sehen kann. Obwohl es nur so ein kleines Bild gewesen ist. Inmitten von zig anderen Werbebildern. Obwohl ich das ganze Thema jetzt extrem umschrieben habe, glaube ich trotzdem, dass das Video demonetarisiert wird. Aber ich hatte wirklich Bock auf das Thema. 2018 fing, wie gesagt, dieses Phänomen an. Man sah das Bild einer Kreatur, die menschliche Züge und die eines Vogels hatte. Ein sehr spitzes Maul, große Augen und einen sehr langen Hals. Immer mehr und mehr Geschichten gingen online umher über diese seltsame Handynummer, die alles mit dieser komischen Kreatur zu tun hatten. Man bekam über WhatsApp eine Nachricht mit "Hallo, ich bin", ihr wisst schon, wen ich meine, "und vor 3 Jahren verstorben. Ich wurde von einem Auto angefahren. Und wenn du nicht möchtest, dass ich heute Abend um 0 Uhr in dein Zimmer stehe und dir beim Schlafen zuschaue, dann sende diese Nachricht an 15 Kontakte weiter." Dann wird noch in der Nachricht gezeigt, dass eine Angelika diese Nachricht nicht weitergeschickt hat und dann nachts Geräusche aus der Ecke ihres Zimmers hörte. Sie wollte nachschauen, was das war, und plötzlich rannte etwas. Am nächsten Morgen wurde Angelika dann tot in ihrem Bett aufgefunden. Dann steht noch in dem Text dieser Vogelfigur drin, dass Tim diese Nachricht nur an 6 Leute weitergeschickt hat und dann am nächsten Morgen mit einem angefressenen Bein und einem abgeschnittenen Arm tot in seinem Bett lag. Eine weitere Person namens Linda wurde auch in dem Text erwähnt. Sie hat die Nachricht an alle weitergeschickt, die sie kannte, und wohnt jetzt mit ihrem Freund in einer Villa und ihr geht's gut und alles happy hippo. Auf jeden Fall, falls du diese Nachricht nicht weiterschickst, weißt du, was passiert. Also pass auf und schick sie weiter. Zuerst tauchten diese Kettenbriefe in Spanien auf. Wie von Geisterhand war dieses Wesen in den Kontakten von Nutzern. Und ihnen wurden nachts gruselige Bilder und verschlüsselte Nachrichten geschickt. Die Nummern kamen aus Spanien, Mexiko und Kolumbien. Die Polizei warnte sogar vor dieser Puppe. Die Nummern schrieben, dass sie verflucht seien und jeder, der diese Nummer bekommt, jetzt auch verflucht ist. Es würde schlimm enden, wenn man nicht auf die Nachricht eingehen würde. Es wurde gedroht, dass sehr schlimme Dinge passieren und Familienmitglieder sterben. Und zu Recht macht das einigen Menschen extreme Panik, vor allem Kindern und Jugendlichen. Neben Kettenbriefen und gruseligen Bildern wurden auch Gore-Bilder gezeigt, also von zerstückelten Leichen und anderen grausamen Sachen.
Ein Fall in Argentinien war besonders schlimm. Ein 12-jähriges Mädchen ist gestorben und die Ermittler in der Hauptstadt Buenos Aires gingen fest davon aus, dass der Tod in Zusammenhang mit den Kettenbriefen stand. Laut den Behörden soll sie sich erhängt haben und davor hat sie noch ein Video gedreht und gezeigt, dass sie so einen Kettenbrief bekommen hat und dass dieser Inhalt sie ermutigt hat, sich das Leben zu nehmen. Die Polizei hat das Handy vom Mädchen überprüft und festgestellt, dass die Person, die diesen Kettenbrief geschrieben hat, wollte, dass das Mädchen ihm das Video schickt, ihm oder ihr, damit er das dann hochladen kann. Man wollte also bewusst diese Challenge für den Tod des Mädchens verantwortlich machen. Es war nicht eine Person allein, die dahinter steckte, gab natürlich viele Nachahmer und somit hat sich die Challenge dann weltweit verbreitet. Ein weiterer Jugendlicher in Frankreich ist dabei auch ums Leben gekommen. Auch er hat diesen Kettenbrief bekommen und ein Bild von der Vogelkreatur und sich daraufhin das Leben genommen. Er hängte sich in seinem Zimmer. Der Vater des Verstorbenen hat daraufhin das Handy gecheckt und viele schockierende Bilder und Nachrichten gefunden, die eine Verbindung mit der Nachricht des gruseligen Wesens hatten. Auch in Kolumbien haben sich ein 12- und 16-Jähriger das Leben genommen. Aus Indien wurden auch mehrere Todesopfer gemeldet und alle hatten was mit dieser Challenge zu tun. Irgendwann hat dieses Vogelwesen dann auch Deutschland erreicht. Die Polizei München warnte vor den Kettenbriefen, als sich ein 13 Jahre altes Mädchen versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Eltern und Schulen wurden dazu aufgefordert, Kinder und Jugendliche darüber aufzuklären, dass diese Accounts fake waren und nichts passieren kann. Woher kommt eigentlich dieses gruselige Bild von? Ihr wisst schon wen. Der Ursprung geht auf das Jahr 2016 zurück, als ein Instagram-Nutzer mit dem Namen Nanako ein Foto einer Skulptur veröffentlichte. Das Bild davon ging viral. Die Figur wurde von einer japanischen Firma namens Link Factory erschaffen, die bekannt für ihre Produktion für Special-Effekte war. Daraufhin wurde das Bild zu einer urbanen Legende. Ihr Name ist japanisch und heißt übersetzt kleine Pfirsich. Der Künstler dahinter heißt Keisuke Aiso. Und er meinte, die Figur soll eine Frau darstellen, die bei ihrer Geburt starb und als Vogelgestalt wieder an den Ort zurückkehrte, an dem sie verstorben sei. Keisuke hat von den schrecklichen Vorfällen mitbekommen und seine Figur eigenständig zerstört. Sie existiert nicht mehr und er hofft, dass durch diese offizielle Bekanntgabe, dass er diese Figur zerstört hat, dass sie nicht mehr im Leben ist, vielleicht die Kinder jetzt weniger Angst haben. Der Hype dieses Vogelwesens endet aber nicht an der Stelle. 2019 kam die Nachricht, sie ist zurück und diesmal soll sie Kleinkinder ins Visier nehmen. Angeblich tauchte sie in Kinderserien und harmlosen YouTube-Videos auf. Sie fordert euch wieder zu Selbstmord auf und sagt wieder sowas wie, ich werde dich finden. Schulen in den USA forderten Kindern auf, aufzupassen, denn es habe sich ein Hacker in die Videos, in die YouTube-Videos geschlichen und diese Figur eingefügt, die euch diese Nachricht hinterlässt, was nicht gehen kann. Du kannst, wenn ein Video veröffentlicht ist, nicht irgendwie nochmal was bearbeiten, also du kannst halt schneiden, aber du kannst nichts einfügen. Es wurde auf jeden Fall falsch kommuniziert an der Stelle. Außerdem gab es auch ein Statement auf Twitter. Es gab keinerlei Hinweise, dass es wirklich solche Videos gab und die, ihr wisst schon, Challenge auf YouTube verbreitet wurde. Orion Pictures kündigte an, 2019 einen Film über die, ihr wisst schon, Challenge zu machen. Dann könnte es sein, dass dieses Vogelfiech wieder einen Hype bekommt. Freunde, falls euch das Format gefallen hat mit diesen WhatsApp-Kettenbriefen und ja, es gab ja noch mehr Challenges, dann schreibt in die Kommentare, Kio, mach noch einen zweiten Part. Ansonsten, Freunde, schaut euch dieses Video hier an, da geht es um den YouTube-Horror-Eisberg, richtig gut geworden. Das war's für heute, passt auf euch auf, ich wünsche euch eine gute Nacht. Und wenn ihr solche Nachrichten bekommt, dann ignoriert sie einfach, löscht, blockiert den Kontakt und scheiß drauf, weg damit.